Meine Mission ist es auch, viel mehr Männer in die Kurse zu bringen, weil einfach, ja, ich schon selber festgestellt habe, in der Hospitation oder wenn ich mir TrainerInnen als Beispiel genommen habe, dass es einfach völlig überholt ist. Also selbst ein Bauch-Beine-Po-Kurs kann dich killen, auch als Mann. Da ist man nicht vorgefeit und das kann ich nur empfehlen. Und gerade HIIT ist ja sehr strukturiert und das ist weder männlich noch feminin. Das ist einfach cool und das kann jeder umsetzen. Kraft, Ausdauer wird da sehr gut gefördert und da kam einfach alles zusammen, was ich über die Jahre auch privat so trainiert habe. Ich bin der Roy aus Dresden, immer neu, nenne mich Hitman. War das schon als Tänzer, aber damals mit einem I geschrieben. Der eigentliche Hitman aus den Videospielen war aber mein Vorbild. Nur, dass ich jetzt keine Leute umbringe, sondern nur gegen Sorgen und Ängste getanzt habe. Habe das immer ein bisschen auf die Schippe genommen, im Anzug im Club zu sein und dann trotzdem Hip-Hop zu tanzen. Genau, und dann habe ich angefangen, dank Pete R. mit seinem coolen Konzept HIIT, mein Krafttraining mit Tanz verbinden zu können. Bin eigentlich Freestyle-Hip-Hopper, habe dann angefangen, eben die Break-Moves als Fitnesskonzept zu erlernen. Jetzt habe ich das große Glück, sogar mit einer Tanzschule zusammenarbeiten zu dürfen. Und da gehe ich jetzt back to the roots und versuche dort ein paar Bodenelemente mit in die Shows zu integrieren. Also während der Ausbildung habe ich mich dann manchmal geärgert, dass ich direkt als Trainer gestartet bin, weil es doch sehr hart und anstrengend war. Und als Freestyler habe ich nie wirklich das Zählen gelernt zum Tanzen. Habe das immer noch gefühlt, was teilweise meine größte Stärke, aber auch gleichzeitig meine größte Schwäche war. Und habe es dann aber geschafft, ja, dort mich durchzubeißen und hatte eigentlich von Anfang an einen sehr guten Eindruck. Und mein Ziel war es, selber mich dort aus der Langeweile zu befreien. Es gibt auch so ein cooles Meme bei Insta, your workout is boring. Und das ist alles andere als langweilig. Habe es dann auch geschafft, dank HIIT verletzungsfrei zu trainieren, auch Masse aufzubauen. Und meine Mission ist es auch, viel mehr Männer in die Kurse zu bringen, weil einfach, ja, ich schon selber festgestellt habe, in der Hospitation oder wenn ich mir TrainerInnen als Beispiel genommen habe, dass es einfach völlig überholt ist. Also selbst ein Bauch-Beine-Po-Kurs kann dich killen, auch als Mann. Da ist man nicht vorgefeit und das kann ich nur empfehlen. Und gerade HIIT ist ja sehr strukturiert. Und das ist weder männlich noch feminin. Das ist einfach cool und das kann jeder umsetzen. Kraft, Ausdauer wird da sehr gut gefördert und da kam einfach alles zusammen, was ich über die Jahre auch privat so trainiert habe. Also durch meinen eigentlichen Beruf in der Druckerei war ich monoton mehr überlastet, als ich das dachte, gerade im Bereich Unterarme, weil ich immer solche flexiblen Küchenrückwände zur Verzierung und Verschönerung von Küchen im Prinzip zu einer Rolle packen muss, damit ich das überhaupt versenden kann. Und das Material ist unterschiedlich stark. Dadurch habe ich mich dann auch verletzt. Musste in die Physiotherapie, zwar dann zu dem Zeitpunkt die Ausbildung leider kurz unterbrechen, aber da war HIIT auch so kulant, mir die Zeit zu geben, die ich gebraucht habe, um zu genesen. Aber insgesamt war das eben der Arbeit geschuldet und dann habe ich parallel zu dem HIIT-Konzept einfach noch zu viele Sachen anders ausprobiert, wurde dann aber überzeugt davon, dass mir das eine reicht. Und ja, habe einfach das geschafft, mich insgesamt weniger zu verletzen. Habe unglaublich viel Luft und Ausdauer bekommen, wie gesagt, auch aufbauen können. Und habe auch als Dozent an der Volkshochschule jetzt lernen dürfen, dass man da auch sagt, weniger den isolierten Muskel zu trainieren, sondern vielmehr Bewegungsabläufe und gelenkübergreifend einfach alles zusammenzupacken, dass der Stoffwechsel auch ganz anders angeregt wird. Ja, und begonnen habe ich das Ganze auch einfach, um von mir selbst wegzugehen, mich mehr auf andere zu konzentrieren und das Glück im Glück der anderen zu finden. Meine Kritikfähigkeit war privat immer eher, naja, schwierig. Und als Trainer wusste ich aber, dass ich durchaus jedes Mal dazulernen kann. Und das hat mich persönlich auch extrem wachsen lassen, dass ich eben bei weitem nicht mehr so viel persönlich nehme. Man muss natürlich schon immer ein bisschen aufpassen, auch mit positiven Zusprüchen, dass dann das Ego nicht wieder kontraproduktiv wächst. Aber da versuche ich stets bescheiden zu bleiben. Und ja, auch durch das Zählen beim HIIT habe ich es gelernt, natürlich jetzt auch strukturiert
strukturierter tanzen zu können, meinen Freestyle auch zu reproduzieren, also zu wissen, was ich mache, Moves jetzt auch in Schritte packen zu können oder durchzuzählen und fange jetzt langsam an. Also man muss zwar immer erst mal ein Video machen, wenn ich dann loslege, aber dann sagt halt meine Co-Trainerin oder wo ich dort der Gasttrainer sein darf in der Tanzschule, okay, das hat mir gefallen, kannst du mir das nochmal zeigen? Dann muss ich das selber sehen und dann kann ich das halt von Grund auf aufbauen. Genau, und da kommt viel zusammen, was mir sehr hilft und mich freut. Ja, auf jeden Fall finde ich am besten an Hit the Beat die Community, den Charakter. Pete R. natürlich höchstpersönlich. Ich meine, das muss man erst mal machen, sich sowas Geniales auszudenken, dass dann so viele davon ja, im Prinzip ihren Nutzen draus ziehen dürfen und daran wachsen können. Dann auch solche Jams wie heute, die sehr gut durchgeplant sind mit der Challenge, mit einem Workout, wo man dann auch als Trainer an seine Grenzen kommt und erst mal merkt, okay, da gibt es immer noch Luft nach oben. Und ja, alles das, was wir heute noch lernen durften, dank Samim, was man wirklich im Leben erreichen möchte, wie man da am besten auf sich selbst hört. Dann Kara noch mit dem Breathwork, hat mich so ein bisschen der Lärm von den Crossfittern hier abgelenkt, aber ich habe versucht, mich da rein zu entspannen und ja, ich denke, durch die große Auslastung bin ich auch insgesamt zufriedener, weil ich weniger von meiner Hauptarbeitsstelle erwarte, immer einen gewissen Frieden in mir finde, wenn ich halt meine Beweglichkeit dort umsetzen konnte und ja, einfach dort die Auslastung durch den körperlichen Ausgleich immer ganz gut definieren kann und dann auch mal runterfahren kann. 5, 6, 7, 8.